Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einem weiteren Mitarbeiterseminar der DWS Steuerberater Online GmbH, heute zum Thema das Einspruchsverfahren. Mein Name ist Claudia Kalina Kerschbaum, ich bin Rechtsanwältin und als Referentin in der Steuerabteilung der Bundessteuerberaterkammer tätig und dort im Wesentlichen für das Verfahrensrecht zuständig. Der heutige Vortrag soll Ihnen einen Überblick über das Einspruchsverfahren geben und Sie auf bestimmte Schwerpunkte hinweisen, die Sie auf jeden Fall bei einem Einspruchsverfahren beachten sollten. Zunächst einige Vorbemerkungen. Das Veranlagungsverfahren im Steuerrecht ist ein Massenverfahren. Fehler können trotz eines Risikomanagements in der Finanzverwaltung durchaus passieren, sie sind nicht vermeidbar. Dazu trägt auch eine dauernde Änderung der Steuergesetze und eine dadurch stets steigende Komplexität des Rechts bei. Es gibt also keine Garantie für einen richtigen Steuerverwaltungsakt. Aber nicht nur die Finanzverwaltung kann Fehler machen, sondern auch der Steuerpflichtige kann Fehler bei der Erklärung machen. Erforderlich ist also eine Möglichkeit, Steuerbescheide zu korrigieren. Und zwar immer dann, wenn sie von der Erklärung abweichen. Steuerpflichtige und Steuerberater sollten dann gemeinsam überlegen, wie sie zu einer Korrektur des Steuerbescheides gelangen können und damit eine korrekte Veranlagung erreichen können. Möglich ist dies zum einen mit dem Einspruch. Der Einspruch ist ein gesetzlich geregeltes, außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren, das in der Abgabenordnung geregelt ist, in den Paragraphen 347 fortfolgende. Das Gesetz sieht aber auch noch andere Möglichkeiten der Änderung von Steuerbescheiden vor. Das ist zum einen der Antrag auf schlichte Änderung, den die Abgabenordnung in Paragraph 172 Absatz 1 Satz 1 Numero 2a vorsieht. Bei dem Antrag auf schlichte Änderung ist die Korrektur eines Steuerbescheides ohne formelles Rechtsbehelfsverfahren möglich. Allerdings ist zu beachten, dass dieser schlichte Antrag einige Nachteile mit sich bringt. Bei dem Antrag auf schlichte Änderung erfolgt eine Überprüfung der Sache nicht in vollem Umfang, sondern nur punktuell. Es ist kein Offenhalten der Sache in vollem Umfang hier möglich. Eine Aussetzung der Vollziehung ist beim Antrag auf schlichte Änderung ebenfalls nicht vorgesehen, anders im Einspruchsverfahren. Der Antrag auf schlichte Änderung ist zudem kein Vorverfahren, welches den Finanzgerichtsweg eröffnet. Im Einzelfall sollten Sie also genau prüfen, ob der Einspruch die Interessen des Mandanten nicht besser wahrt als der Antrag auf schlichte Änderung. Kommen wir nun zum Einspruchsverfahren im Einzelnen und dort zunächst zu den Funktionen des Einspruchs. Der Einspruch hat zum einen die Funktion, den Rechtsschutz des Mandanten zu sichern. Darüber hinaus dient er der Selbstkontrolle der Finanzverwaltung, denn im Massenverfahren können Fehler unterlaufen. Als dritte Funktion dient der Einspruch der Entlastung der Gerichte. Viele Fälle werden im außergerichtlichen Verfahren dadurch erledigt. Zu beachten ist allerdings, dass das Einspruchsverfahren die Initiative des Steuerpflichtigen erfordert. Vor der Einlegung des Einspruchs sollten die Erfolgsaussichten daher genau geprüft und mit dem Mandanten besprochen werden, auch wenn das Verfahren an sich